Das Internet Governance Forum, das sogenannte IGF, gibt es seit 15 Jahren. Und uns ist es gelungen, diese Veranstaltung nach Deutschland zu holen, damals noch mit Peter Altmaier als Kanzleramtschef. Das IGF ist ein Forum, wo wir über aktuelle Herausforderungen des Internets diskutieren. Diese Dinge sind nicht rechtsverbindlich, es gibt keine festen Beschlüsse, es gibt nur Empfehlungen. Aber es ist ein guter Ansatz, wo alle Länder, wo viele Stakeholder sich treffen und über dieses wichtige Thema sprechen. Also der Multi-Stakeholder-Ansatz sagt, dass man aus Wirtschaft, aus Wissenschaft, aus Politik, von den NGOs alle Beteiligten an einen Tisch holt. Mit Blick auf die Staaten ist es natürlich der große Vorteil, dass auch Schwellenländer und Entwicklungsländer dort gleichberechtigt auftreten können, alle gemeinsam an einem Tisch sind. Das ist ein großer Vorteil dieses IGFs. Wir erleben leider, dass es in Bereichen wie der ITU Tendenzen gibt, wo einzelne Staaten die Meinungsführerschaft übernehmen und dort ihre Sichtweise vorsetzen. Und das IGF ist das genaue Gegenbild dazu. Es soll eigentlich das offene Internet auch in einem Multi-Stakeholder-Ansatz widerspiegeln. Der freie Internetzugang wird zunehmend beschränkt. Wir erleben das auf regionaler Ebene. Beispielsweise bei dem jüngsten Gesetz, was Russland erlassen hat, dass man ein nationales Intranet schaffen möchte. Wir erleben es aber auch beispielsweise in China, wo ich keinen offenen Zugang zu gewissen Seiten habe. Wir erleben es in der Türkei, wo ganz bewusst Seiten gesperrt werden und auch immer wieder Oppositionelle oder Journalisten oder freie Bürger verfolgt werden, wenn sie ihre Meinung im Netz frei äußern oder eben auch bestimmte Seiten aufrufen wollen. Von daher ist dieses offene und freie Internet bedroht und wir wollen in Deutschland mit den IGF ein deutliches Zeichen dagegen setzen und ein Zeichen setzen eben für ein offenes Internet und für eine offene Gesellschaft.